Der Sportwelt-TV-Wettcheck. Groupie gab in Mülheim ein gutes Debüt, als sie nur an einem Pferd scheiterte, das danach auch in Baden-Baden erfolgreich war. Mit der zu erwartenden Steigerung und gegen nicht übermäßig starke Konkurrenz sollte Groupie deshalb hier zu ihrem ersten Sieg kommen. La Scalo ist nicht nur der Bruder des letztjährigen Derby-Siegers Lacario, sondern in diesem Rennen auch das Pferd mit der besten Form. Sein dritter Platz aus Baden-Baden, bei dem er noch nicht einmal das beste Rennen hatte, sollte schon ausreichen. Mit den erstmals angelegten Scheuklappen könnte er zudem konzentrierter sein. La Scalo ist deshalb unser Tipp im zweiten Rennen des Tages. Lotteria hat jetzt mehrere gute Ansätze gezeigt. So auch zuletzt, als sie in Magdeburg Zweite wurde. Mit der großen Erlaubnis von Leon Wolf steht die Stute hier vor ihrer bislang vielleicht einfachsten Aufgabe. Wir glauben deshalb, dass Lotteria die Siegerin im dritten Rennen des Tages ist. Shadowhunter lief bereits in Leipzig gut und konnte dann eine schwächere Form in Baden-Baden wieder korrigieren. Ein Rennen wie das heutige sollte der Vierjährige gewinnen können. Und da die Stallform stimmt, ist Shadowhunter unser Tipp im vierten Rennen des Tages. Flitsch konnte bei seinem Debütsieg in Hannover überzeugen. Die anschließende Aufgabe im Zukunftsrennen war gegen starke Konkurrenz vielleicht noch eine Nummer zu groß. In der heutigen Gesellschaft sieht es wesentlich einfacher aus und so könnte Flitsch der Sieger im Dresdner Jugendpreis sein. Primary hatte in Baden-Baden ein unglückliches Rennen, als sie zu spät auf freie Bahn fand. Mit etwas mehr Glück hätte die Pastorius-Tochter wohl gewonnen. Das Laufen war ein klarer Ansatz. Knüpft sie daran an, kann Primary die Siegerin im sechsten Rennen des Tages sein. Madame Mooney imponierte bei ihrem Debüt in Köln, ging dann aber bei ihrem Start im Handicap sang- und klanglos unter. Das kann in dieser Form eigentlich kaum gestimmt haben. Und wir können uns gut vorstellen, dass die Dreijährige hier auf die Siegerstraße zurückfindet. Madame Mooney ist deshalb unser Tipp im Dresdner Stehercup. Zenit überraschte in Magdeburg, als er gegen Pferde, die in einer ganz anderen Klasse zu Hause sind als er, zu einem leichten Sieg kam. Knüpft der Wallach auch nur in etwa an diese Leistung an, dann ist sein zweiter Sieg in Folge alles andere als unwahrscheinlich. Zenit ist deshalb unser Tipp im achten Rennen des Tages. Mademoiselle lief zuletzt in Magdeburg gar nicht schlecht, als sie den fünften Platz belegte. Ihre Handicap-Marke sieht inzwischen ausgesprochen günstig aus. Mit dem Champion im Sattel stehen die Chancen auf ihren ersten Saisonsieg sogar gut. Mademoiselle bekommt deshalb unsere Stimme im letzten Rennen des Tages.